Jo, herzlich willkommen hier zur ersten und nicht ersten Folge von... Nein. Ja, herzlich willkommen hier zu einer Oldschool-Runde Risk Devolution. Ja, diese Map wird kaum einer von euch kennen. Die habe ich mal vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr oder so vorgestellt. Dachte, ja, ich mache ein Spiel daraus. So, als erstes stellen wir mal den Sound ein bisschen runter. Ich weiß nicht, ob ihr mich hört. Eigentlich solltet ihr mich so gut hören, aber ich mache es nicht spannend. So, dann gucken wir mal. Ja, wir sind diese Farbe. Dann schauen wir mal. Ja, hier haben wir direkt Kroatien. Das nehmen wir uns direkt auch mal. Ja. Na, wir müssen dafür keinen Trupp opfern. So, dann machen wir das direkt mal so. Das können wir leider nicht nehmen. Dann wäre die nächste Möglichkeit, ich überlege gerade, was wir noch gut einzunehmen. Eigentlich können wir noch Hungary versuchen. Ja, wer kennt dieses Spiel nicht? Das ist Risk Devolution, eine Warcraft 3, sogenannte Fun Map. Und ja, die macht Spaß, sagt ja der Name schon. Und da geht es darum, dass, wie man hier sieht, die ganzen Basen zu erobern. Und dadurch, durch jedes Land kriegt man pro Base, die in diesem Land ist, ein Gold. Und das heißt also quasi, durch die beiden Länder kriegen wir 4 Gold mehr in der nächsten Runde. Und das ist schon ganz gut. Ja, was soll man dazu noch sagen? Die Map ist gut, macht Spaß. So viel kann man dazu eigentlich nicht sagen. Außerdem spawnen hier übrigens immer Einheiten, die wir direkt mal runterziehen werden. Außerdem kann ich, oder ist der Mazedonien, den werden wir da gleich mal stoppen. Gucken, ob ich es hinbekomme. Ja, kann ich ihn direkt Mazedonien wegnehmen. Sehr schön. Na, leider ist da auch schon ein anderer Spieler. So, der will... das da haben. Tja, leider krieg ich das, mein Freund. Ja, schon läuft nicht mehr bei mir gerade. Muss man leider so sagen. So, ja, das ist wieder ein Match, was nicht allzu gut nach meinen Vorstellungen läuft, leider Gottes. Denn das Problem ist, dass wir hier jetzt kämpfen, da kämpfen wir, da haben wir Mazedonien, der wird da Einheiten bauen. Das ist halt mein Problem, was ich gerade habe. Ja, ich werde es jetzt verteidigen, weil er hat auch nicht geschrieben, dass wir Frieden machen dafür. Also ich gebe ihm das und wir machen Frieden, gibt's auch. Aber er scheint ziemlich krass zu failen bei dem Versuch, das einzunehmen. So, da können wir auch eine Einheit hinstellen. Da machen wir nochmal eins. Und dann können wir anfangen, hier den Roten einzunehmen. Das machen wir mal dumm, so dass wir einen opfern. So, dann haben wir den da schon mal abgewehrt. Oh, da hat er uns mies gebaitet. Ja, das hat er gut gemacht. So, da haben wir Truppen, da haben wir Truppen. Da müssen wir mal weitermachen. Ja, es ist ziemlich... da habe ich leider nicht aufgepasst, aber so geht das auch. Außer natürlich erbaute Einheiten. Verstehe ich auch nicht. Das ist eigentlich, na gut, die Base steht nicht gut, aber hätte man jetzt schon mal nehmen können. So, da habe ich Einheiten, da habe ich Einheiten. Dann können wir hier direkt mal versuchen, die Base zu nehmen. Slowenien habe ich auch direkt. So kommen die hier nicht mehr durch, doch. Okay, der greift also so oder so an. So, dann müsste ich das haben. Mazedonien, da. Jetzt brauche ich am besten noch das Land da. Das wäre schon mal der Vorteil. Ja, ich rede nicht so viel, weil das ist echt ziemlich auch... taktiklastig, also wenn ihr hier was falsch macht, dann kann dein ganzes Land schon gefickt sein. So, die Base gehört sogar direkt mir, das ist gut. Das habe ich auch, da stelle ich direkt mal ein paar Einheiten hin, dann kann ich hier ein paar Einheiten zusammensuchen. Kann dann auch versuchen, den Grau da zu ficken. Ich glaube nicht, dass der da großartig Gegenwehr leisten wird. Hoffe ich zumindest, dass er das nicht tut. Und ja, Gelb ist 9. mit 4 Income. Eigentlich könnte ich den sogar tatsächlich versuchen zu ficken. Gleichzeitig versuche ich hier den Grün vor seinem Vormarsch in Europa zu stoppen. Das möchte ich nämlich nicht haben. Und es klappt auch direkt.
Da habe ich die Base. Die werde ich auch erstmal noch versuchen zu verteidigen. Wobei der natürlich mehr Income hat als ich. Das habe ich nicht gesehen gehabt. Das ist doof. Jetzt bin ich natürlich unten auch noch gegen Gelb. Sorry, Greenpeace. Manchmal oder sehr oft machen die das dann auch, wenn ich ihm jetzt sein Land da wiedergebe, dass dann einfach Frieden herrscht. Ja. Oh, der gibt mir das Land sogar. Das ist natürlich gut. Das ist für mich natürlich ein ziemlicher Vorteil, weil der gibt mir einfach zwei Income. Scheint kein so guter Spieler zu sein, also tippe ich jetzt einfach mal so. Weil der gibt mir halt einfach doch ein recht großes Land. Würde ich jetzt persönlich nicht machen. Ich hätte darauf beharrt, da ich das Land bekomme. Vor allem, weil ihm gehört es ja auch theoretisch. Das kommt ja noch dazu. Ist ja eigentlich seins. So, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Dann kann ich da direkt weiter. Dann kann ich versuchen, Moldawien einzunehmen. Dann lasse ich ihm, lasse ich Deutschland. So, dann habe ich Polen. Das ist schon mal wichtig. Jetzt hat der natürlich das wieder erobert. Ich versuche einfach mal. Obwohl, ich kann auch versuchen, einfach durchzulaufen. So, ganz einfach, da hat man dann die Base. Und dann kann der eigentlich direkt auch leaven, der hat das eigentlich, hat er da schon verkackt. Dadurch, ich habe halt nicht aufgepasst, wieder das passiert halt, also das kann auch ganz gut passieren, dass man dann da, wenn man nicht aufpasst, direkt zerstört wird. Aber jetzt müsste ich den eigentlich haben, ich glaube nicht, dass da noch großartig Gegenwehr von dem Typen kommen wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Und ja, mal gucken, was wir jetzt mit Lithuania machen, weil da ist natürlich schon auch einer unserer Gegner. Wir werden versuchen, hier von unten in das Land zu fallen. Das ist meistens einfacher, dann was zu reißen. Bei ihm scheint das Land auch irgendwie egal zu sein. Ich sehe da auch keine Gegenwehr von ihm Richtung Truppen zu erstellen oder sonst was. Er hat wohl eingesehen, dass er das verkackt hat. So, jetzt muss ich gucken, was macht er. Er stellt auf jeden Fall Einheiten, versucht es weiter einzunehmen. Dann versuche ich seine Einheiten jetzt einfach so zu umschließen. Und das klappt sogar ganz gut. Ja, dann nimmt er natürlich die schwächste Einheit da rein als Verteidigung und Belmolif direkt. Das hat man kommen sehen. So, dann mit Grün habe ich Frieden. Der hat mir das ja gegeben gehabt. Das ist gut. Ich könnte jetzt erstmal weiter gegen den hier oben Krieg führen. Der ist nicht so stark. Nebenbei darf ich aber nicht vergessen, hier noch eine Einheit hinzustellen. Ups, da hat er Einheiten erstellt. Habe ich nicht gesehen. Ist okay. Der stellt auch Einheiten. Ja, die spielen. Gut, dann lassen wir das erstmal. Ich muss jetzt auch nicht mit jedem Spieler direkt Krieg anfangen. So, ja, dann zieht er sich da schon mal zurück. Das ist gut. Jetzt kann ich versuchen, ganz schnell da seine Base einzunehmen. Das habe ich sogar geschafft. Jetzt zieht er sich an beiden Fronten so ein bisschen zurück. Wir machen das Gleiche. Haben aber durch die Mörser natürlich den Vorteil, dass seine Truppen immer weiter offensiv kommen. Und jetzt kann ich versuchen, wenn ich die Base kriege, habe ich ihn quasi eingeschlossen. Dann kommt er mit den Truppen schon mal nicht weg. Genau das ist jetzt auch passiert. Jetzt hat er keine Chance mehr, sich irgendwie zurückzuziehen. Er wurde also quasi kuchiminiert und das sogar ziemlich hart, wie man sieht. So, die ganzen Truppen schätze ich nicht, dass ich alle brauche. Die schicke ich lieber an die Grenze zu Pink. Mit dem habe ich ja auch ziemlich ein Beef angefangen. Der wird nicht lange Frieden mit mir machen weiterhin. So, der hat hier ziemlich schwache Truppen an den Grenzen. Das heißt, da kann ich einfach weitermachen. Ja, der hat direkt SS-Schiffe, das meine ich nämlich. Habe ich euch noch nicht gesagt. Die SS-Schiffe sacken ganz schön. Baue ich auch eigentlich nicht, solange es nicht nötig ist.
So, den letzten Hafen, da verteidigt er, den kann er aber auch meiner Meinung nach von mir aus erstmal noch behalten. Stört mich jetzt nicht zu stark. So, die ganzen Truppen stelle ich auch mal an die Grenze. Sind alles Truppen, die man irgendwo mal gebrauchen könnte. Alle ganz doof irgendwo hin, dass die da nicht einfach so an den Spawns rumstehen. Und dann will ich eigentlich mal Pink töten. Hab sogar gerade noch am meisten Income. Sieht sogar ganz gut aus. Ja, Gelb, den ich am Anfang gefickt habe, der baut sich sogar gerade woanders wieder auf. Also das ist auch ziemlich gut von ihm. Schön, dass er nicht direkt lief. Das kenne ich, also das mache ich auch immer so. Wenn ich halt das Pech habe, irgendwo gefickt zu werden, dann fange ich eigentlich auch an, mich sofort irgendwo neu aufzubauen, in der Hoffnung, dass ich es auch irgendwie schaffe. Und also es gibt viele Leute, die, ja, ich habe verloren, ich lief direkt. Finde ich cool, dass er das nicht macht. Props an ihn. Bringt ihn nur leider nicht so viel, außer dass er halt von mir nochmal zerfickt wird. So, da noch ein paar Einheiten hin, die können direkt hier bleiben. Ansonsten sieht das überall gut aus. Da schicke ich keine Truppen hin, die Base kann er behalten. Die ist mir nicht so wichtig. Dann nehme ich ein Part da in Russland ein, dass er Russland nicht kriegt. So, nehmen wir den. Und dann verteidige ich das jetzt einfach nur noch. Das reicht. Dann können wir eigentlich unser Feldzug gegen Deutschland schon planen. Dann schicken wir gleich mal ganz viele Leute an die Grenzen, an die Grenzbereiche von Deutschland und versuchen dann direkt mal ihm das heißgeliebte Deutschland wegzunehmen. Wobei ich auch hier aufpassen muss. Ich würde am liebsten ihn ficken, allerdings der hat gerade Beef mit Grün, wie ich gerade sehe. Das ist gut für mich. Muss auch aufpassen, ich laufe natürlich jetzt auch ziemliche Gefahr, geteamt zu werden, also von mehreren Leuten angegriffen zu werden, dadurch, dass ich halt so groß bin. So, dann machen wir einfach mal zwei Armeemänner. In der Hoffnung, dass er nichts merkt, versuche ich jetzt diesen Spot hier einfach mal einzunehmen. Mal gucken, der hat da, glaube ich, auf Island was zu tun. Es klappt halt auch direkt, das ist natürlich perfekt. So, dann mache ich einen Mörser, dass er angreift und dann schicke ich meine Truppen über die Grenzen seines Landes. Er hat da natürlich mehr Einheiten gerade noch. So, dann komme ich einfach nochmal von unten in sein Land. Die Schweiz kann ich auch direkt erobern, zumindest versuchen zu erobern. Dann ziehe ich mich hier so ein bisschen zu meiner Base zurück. So, das klappt sogar alles direkt, das ist natürlich sehr nice. Dann kann ich versuchen, seinen Spot hier einzunehmen. Also Deutschland scheint momentan ziemlich dabei zu sein zu failen. Dann schicke ich da einfach 100 Truppen hin, mache hier dann ein paar neue, so dass ich dann jetzt hier die Möglichkeit habe, sein Deutschland ganz locker easy einzunehmen. Das ist sogar mir gelungen. Jetzt versucht er die Schweiz irgendwie krampfhaft noch zu retten. Schön auch von Blau, dass er seine Truppen da wegmoved. Klasse Move von ihm. Finde ich gut, dass er das macht. So, jetzt versuche ich diesen Spot hier irgendwie noch zu kriegen. Wenn ich Glück habe zwischen den Spawn-Zeiten. Nee, leider habe ich das nicht ganz geschafft. So, dann ziehe ich mich erstmal zurück. Mache hier wieder ganz viele Einheiten. Lass ihn erstmal angreifen. Versuche jetzt wieder hier den Spot zu bekommen. Nein, 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 nein. Boah, Junge, ganz knapp habe ich das noch geschafft. Da muss man sich auf ziemlich viel gleichzeitig konzentrieren. Ich schätze aber dadurch, dass ich auch mehr Gold habe als er, dass ich hier die größeren Chancen habe, ihn Einheit zu gebieten, wobei es gerade nicht so aussieht. So, die ziehen wir ein bisschen zurück. Ja, das sind halt das, was ich meine an dem Spiel, auch so schöne Frontverläufe, wie du hier zum Beispiel hast, hast du halt nur in dem Spiel. Macht mega Bock auch, hier jetzt so in Deutschland zu fighten. Oh, jetzt hat er natürlich die Base wieder gekriegt. Oh ja, die lassen wir erstmal so, schicken wir wieder Truppen von da. Von hier sollen Mörser kommen, die Base muss noch ein bisschen verteidigt werden. Hier die ganzen Spawns einfach mal mitten in, nach Deutschland schicken. Dabei darf ich natürlich die Verteidigung meiner Spots nicht vergessen.
Der fickt mich ganz schön in Deutschland, das muss man sagen. Gerade sieht es nicht so rosig aus, wobei ich natürlich den Vorteil auch der Mörser gerade noch habe. Und auf den geht einfach ein Reiter, da müsste ich das auch eigentlich locker kriegen. So, hier müssen nur mal ein paar Einheiten erstellt werden, langsam. Guck mal, der soll halt durchlaufen, macht's aber nicht. Das ist halt auch nicht so gut. So, jetzt bin ich hier wieder im Vormarsch auch. Ja, es kann sich ziemlich schnell ändern, wer die Front beherrscht. So, und dann habe ich ihn auch schon geschlagen. So. Ja, ziemlich teurer Kampf auch gewesen. Aber hat wieder mal Spaß gemacht. Also ob man jetzt gewinnt oder nicht, ist mir tatsächlich sogar gerade egal. Aber solche Fights, ich finde allein wegen solchen Fights, Dark Green Peace. Er hat übrigens hier meine Häfen eingenommen mit seinem SS-Schiff. Das meine ich halt, ne? Mega geil sowas. Hat überhaupt nichts mit Skill zu tun, meiner Meinung nach. Weil so ein Scheißschiff zu bauen ist nun nicht wirklich schwer. Hat, wie gesagt, deswegen halt auch nichts mit Skill zu tun. Dieses Esschiff, ich hasse diese Schiffe auch generell. Sind aber auch ziemlich einfach zu ficken. Eigentlich brauchst du nur ganz viele Soldaten, dann kriegst du den eigentlich locker down. Nur, dass sie dich halt one-hitten, du die nicht. Mal gucken, ob er das mitbekommt, ob er das wegzieht, ob er den lässt. So, die lasse ich erstmal hier so, packe ich da an die Grenze, dass ich da nicht überlaufen werde. Schweiz ist eigentlich nicht genüge gedeckt, aber da packen wir noch zwei, drei hin, dann passt das. Ne, da baut sogar noch mehr SS-Schiffe low. Ganz ehrlich, das ist ultra low, was er macht. Wer hat denn meine Einheiten gefickt, obwohl ich da gar nicht... Ich habe gesagt, die sollen stehen bleiben. Extra gibt's Haar dafür, weiß der Haar verhalten, aber irgendwie machen die das nicht. Oh, guck mal, ich habe jetzt hier auch Ukraine. Ja, guck mal, da schickt er direkt 100 weitere Schiffe, ey, das ist sowas von low, was er macht. Vor allen Dingen kommt er damit auch kaum klar, ey, guck mal, der kriegt so viel Schiffe, so viel Schaden an seinen Schiffen. Das ist krass, ey, das ist... Ja, guck mal, ich laufe nur hin und her und er kriegt mich schon nicht down, also nicht so schnell. Er braucht drei SS-Schiffe, um ein so ein Ding einzunehmen, ey. Das ist einfach nur krass, ey. Das sind die richtigen, das ist ein richtiger SS-Schiff-Spieler, ey. Ich meine, na klar, also so gesehen jetzt jeder, der Plan von dem Spiel hat, natürlich, die sind extrem stark, kann man auch nutzen, aber guck mal. Ich meine, der hat da 10.000 Dinger, ja, und ich, hab da nichts und er fightet jetzt einfach mit denen, ganz dumm. Auch gut, dann geht vielleicht ein Schiff mal down, das da will ich down haben.
Oh Junge, wenn das fällt, das wäre ja so episch, ey. Ah, das zieht er nochmal zurück. Gut, oh Junge. Also das ist jetzt echt mega peinlich, ey. Aber da muss ich auch welche bauen. Tut mir leid, aber das geht dann echt nicht anders. Dann muss ich versuchen, sein SS-Schiff da zu ficken jetzt. So schlecht, wie der mit den Schiffen agiert, hau ich dem auch locker mit allen seinen Einheiten, die er da hat, also mit all seinen Schiffen locker noch die Hälfte weg. Guck mal, ich move die einfach nur in den Hafen rein, sodass der Hafen angreift oder beziehungsweise wenigstens meine Truppen. Oh fuck, jetzt wird natürlich mein Schiff da gerade so angegriffen. Hier irgendeinen Hafen, den ich einnehmen kann? Nee, ne, leider nicht. Aber den Hafen könnte ich versuchen einzunehmen, ganz schnell. Nein, hab ich vergessen. Boah. Hallo? Oh Junge, ey, das ist wieder so ein Kampf, weißt du, da habe ich echt gar keinen Bock drauf, ey. So ein scheiß SS-Noob, ey. Ohne Scheiß. Guck mal, ich hab ihn. Er fängt an mit SS-Schiffen, Alter. Denkt, er wäre voll cool, Alter. Und dann verkackt er das so übelst, ey. Das ist sowas von peinlich, was der Typ da jetzt gerissen hat. Ey Junge, der Typ soll sich eigentlich, kann er sich echt umbringen gehen, Mann. Ohne Spaß. Guck mal, der kommt halt nochmal zurück. Junge, ich hab ihn jetzt alle seine Häfen hier direkt mal weggenommen. Hab ihn mit SS-Schiffen wahrscheinlich mega gefickt. Ja, wohl geht eigentlich. Ich habe da leider die Kontrolle über meine Schiffe so ein bisschen verloren gehabt. Wenn ich Glück habe, kriege ich das sogar. Oder das stirbt, weil es da durchfährt. Kann auch sein. Scheint noch zu überleben. Was denn jetzt ein SS-Slot? Hat er die ganz weggebracht oder? Er ist auf jeden Fall noch in-game, also er hat noch nicht aufgegeben. Er hat noch Hoffnung, das irgendwie zu reißen. Ist ja schön für ihn. Aber guck mal, sowas meine ich halt. Das ist also meiner Meinung nach extrem peinlich, was er da gerissen hat. Ich meine, wer mit SS-Schiffen spielen muss, ist ja schon generell ziemlich peinlich. Aber dann noch so hart zu verkacken und wirklich eigentlich
Also für meine Verhältnisse, ich spiele ja nie mehr das Erschiffen, ne? Noch aufs Maul zu bekommen. Sorry, Digga, das geht gar nicht, ey. Das ist echt krass. Er gibt auch viel mehr Geld für die Kämpfe aus als ich, auch wenn das zum Beispiel ziemlich ein verlorener Kampf ist. Werde ich nicht lange halten können, wobei ich habe hier noch ein SS-Schiff irgendwo eigentlich, ist irgendwie versenkt worden anscheinend. Ich werde das Spiel aber auch generell nicht gewinnen, weil ich habe viel zu viel Geld jetzt zum Beispiel in solche Kämpfe gesteckt halt, deswegen, das wird nix. Ich versuche jetzt irgendwie krampfhaft diese Base zu halten, aber der zerstört die schneller als ich komme. Die kommen genau gleich schnell, lol. Na, jetzt hat das, na, das ist halt, das Ding. So, der wird anscheinend geteamt oder so, zumindest sagen die das. Ich meine, guck mal, die haben auch wieder 6, 7 Schiffe da, das ist krass einfach, ne. Unnötig, meiner Meinung nach. Ich bin einer, der überhaupt nicht gerne mit den Schiffen spielt. Ja, ich schicke die ganzen mal zu Pink an die Grenze, weil ich gerne Pink auch gerne irgendwann tot sehen würde demnächst. Ist nicht mein Lieblingsfreund, um ehrlich zu sein. Deswegen schicke ich die mal alle da schon mal an die Grenze, dass ich im Falle eines Blitzkriegs, den ich gegen Pink generell mal starten könnte, machen. Es wäre eigentlich ziemlich klug anzugreifen, das hat Hitler ja auch gemacht. Einfach auf Russland gehen, während man noch mit England im Krieg ist, weil das ist ja quasi England. Und ja, ich überlege gerade, was ich mache. Ich habe natürlich mehr Geld als er, das kann man natürlich eigentlich extrem nutzen. Ich könnte zum Beispiel versuchen, hier so ein Transportschiff zu bauen. Dann einfach ganz viele Marineeinheiten da reinzugeben und dann versuchen, seinen Hafen zu bekommen. Mal gucken, was er jetzt macht. Er hat das ja sicherlich gesehen. Er fightet lieber da. Mal gucken, der Englandhafen, da ist alles ziemlich gut bewacht. Also geht so gut bewacht. Ich versuch's einfach mal. Das wäre ja episch, wenn das jetzt klappt. Einfach mal durchfahren. Ah, ich wurde entdeckt. Ah, ja, leider nicht. Mal gucken, wenn ich den da unten töte, hätte ich vielleicht die Möglichkeit, den Port zu bekommen, wenn das schnell geht, oder wenn die anderen davon nichts mitbekommen, sozusagen. Jawohl, es klappt halt auch noch, weißt du, das ist ja episch jetzt, das ist echt gut. Klasse, jetzt habe ich nämlich auch England, zumindest einen Port davon, aber das reicht meistens schon, weil er jetzt seine Einheiten in den Tod schicken muss, weil er muss irgendwie diesen Hafen wiederbekommen. Ne, das Schiff will ich jetzt haben, um ehrlich zu sein. Naja, egal. So wichtig ist das auch nicht. Das Ding ist natürlich auch, bald hat er auch generell einfach keine Schiffe mehr, die er gegen mich nutzen kann, weil, er alle Schiffe so hart auch zerstören lässt oder angreifen lässt, bis die halt fast tot sind. Dadurch resultiert natürlich eine hohe Abnutzung seiner Truppen. Ist natürlich gut für mich, aber... ja, mal gucken, was er jetzt macht, ne? Es ist...
Wäre jetzt interessant zu wissen, was seine nächsten Züge sind. Ich versuche mal den Porter unten einzunehmen. Er versucht jetzt mit seinen Schiffen schon abzuhauen. Er hat schon gemerkt, das wird nix hier. Er versucht nochmal Gegenwehr hier zu starten. Vielleicht kann ich ein paar Truppen abfangen. Nee, aber gut, wenn ich dann von zwei Seiten jetzt angreife. Ach, guck mal, ich habe den sogar, den Port. Das ist gut. Das habe ich auch. Klasse. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was Deschissens heißt, dann wäre der Sieg wahrscheinlich tatsächlich verdient. Ja, gut, aber ich meine, ja, ist doch schön, wenn er das denkt. So nett. Also was zum Beispiel auch ist, ziemlich einfach, da ein paar Einheiten von ihm abzuziehen versuchen. Ja, natürlich Norwegen jetzt, wird noch ein harter Kampf nochmal werden. Ist klar. Wo kriege ich die Base? Nee, noch nicht. Jetzt habe ich die Base, lol. Sehr schön. Er schickt da von oben noch ganz viele Truppen. Das Gute ist, dass mein Spawn von dem Haus über seinen Truppen ist. Das gibt einem immer einen Vorteil, denn dadurch greifen meine Truppen natürlich auch generell früher an als seine. Beziehungsweise er kann den Spawn halt nicht so einfach einnehmen. Jetzt ist er auch gelieft. Den habe ich ganz schön anal zerstört, auch wenn er da meine Truppen nochmal in einem letzten Vorstoß ganz kurz Das Gute ist natürlich, dass man nach so einer Schlacht meistens immer so viele Truppen hat, wie hier zum Beispiel. Die kann ich jetzt alle direkt gegen Purple einsetzen. Ist ein Vorteil. Wie oft ich wohl ist ein Vorteil schon gesagt habe. Krass. So, da ich meine Flotte hier habe, kann ich auch direkt den Spawn da einnehmen. Dann kann ich auch direkt das da einnehmen. Und dann versuchen, hier vorzustoßen, was ich, wo jetzt die erste Gegenwehr auch zu finden ist. Aber ich habe hier irgendwo ein SS-Schiff, genau da. Dann versuche ich damit einfach jetzt sein Ding einzunehmen. Solange ziehe ich mich mal ein bisschen zurück. Als erstes immer versuchen, die hier einzunehmen. Kann extrem wichtig sein. Ich habe gesagt, ich spiele nicht mit der Schiffen, aber das macht hier schon wieder jeder, von daher ist es mir in dem Fall, ist es mir tatsächlich scheißegal, um ehrlich zu sein.
Naja, schön, mein SS-Schiff wird da einfach ganz alleine gelassen. Sehr schöne Taktik. Ich konnte den doch schön ficken, auch in dem Kampf.
Ich hab ganz vergessen, dass ich aufgenommen habe. Ohne Scheiß. Wie lange habe ich denn nichts gesagt, Alter? Junge. Shit. Junge, ich konzentriere mich hier die ganze Zeit voll aufs Spiel, Alter. Und jetzt fällt mir auf einmal... Ich guck gerade so auf die Anzeige. Ich denk so, hä, ich nehme ja noch auf. Ah, nee, ich hab gerade dran gedacht, so, ne? Oh, hätte ich das mal aufgenommen, Alter. Aber habe ich ja aufgenommen. Krass, ey. Also super geiles Spiel, das meine ich halt, ne? Deswegen finde ich, dass, das auch generell ein ziemlich, also sehr gut gemachtes Spiel auch ist. Jetzt habe ich auch endlich Pink gefickt. Na, da sieht man mal, also die Konzentration in diesem Spiel ist halt echt mega wichtig. Also ich habe selber gedacht, nachdem ihr da die ganzen SS-Schiffe und alles gemacht habt, das war's. Hab's irgendwie nochmal geschafft, hoffe jetzt aber auch, dass das jetzt GG ist, dass der nicht irgendwie noch meint, mich anzugreifen. Ja, leider buggen die Einheiten, das ist leider so. Ist Pink noch da? Ja, Pink ist sogar tatsächlich noch da, der ist da unten angesammelt, okay. Das ist natürlich doof, wenn man immer noch gefickt wird, auch wenn der Gegner noch draußen ist, weil der einfach so viele Einheiten hat. Aber jetzt... Ja gut, kein Plan, warum der gelieft ist. Ohne Scheiß, auf längere Zeit hätte ich diesen Kampf so oder so verloren. Entweder, weil ich halt kein Geld mehr hätte oder weil die halt einfach von drei Fronten angreifen und ich dadurch dann auch nicht so die 10.000 Möglichkeiten hatte, das Spiel zu gewinnen. Aber so ist das natürlich auch gut, passt. Und jetzt hoffe ich irgendwie, dass ich ganz schnell meine 100 Income bekomme. 85 habe ich schon. Jetzt müssen wir ganz schnell daraus 100 machen. Ja, ich hatte ja schon 90. Also nachdem die mich geteamt hatten, dachte ich echt krass, ne, das war's. Aber ein Glück ist es dann doch nicht so. Ja, Italy müsste jetzt meins sein. Der schickt hier sogar, obwohl der gelieft ist, noch Einheiten, hat er dahin Befehl. Die sind also schon mehrere Runden quasi unterwegs, krass. Okay, jetzt versuchen wir hier natürlich erstmal Frankreich einzunehmen und Georgien natürlich auch. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, der Spawn. Aber naja. So, dann hier nochmal ein SS-Schiff erstellen, den da ficken. Der soll hier nicht ansässig werden. Sonst verbreitet er sich noch wie Fußpilz. Das wollen wir ja auch nicht. Und ja, war ein super geiles Match. Krass, dass ich gewonnen habe. Es tut mir leid, dass ich so lange nichts gesagt habe. Ohne Scheiß, ich war echt mega konzentriert auf dieses Match. Rein theoretisch könnte mich auch Blau mit dieser Flotte sogar noch in Predouille bringen, sage ich mal. Also der könnte mich tatsächlich noch ziemlich hart ficken. Wobei jetzt auch vom Income her gesehen ich natürlich ziemliche Vorteile auch hätte. Sollten wir jetzt in den Krieg kommen, hätte ich locker die Möglichkeit. Ach nee, siehst du, die spawnen nämlich hier und der schickt die automatisch weg. Deswegen kommen die zu mir. Okay, so. Aber wie gesagt, ne, deswegen. So, ja, hier werde ich ziemlich zerfickt. Naja, jetzt nicht mehr, aber am Anfang wurde ich das. So, Krete ist meins. Ja, er kann ja von mir aus taken, was er will. Das ist mir egal. Ich müsste es jetzt eigentlich haben. Nehme jetzt noch schnell das Land hier ein und dann hoffe ich, dass ich auch hier endlich mal durchkomme. Bin ich sogar tatsächlich super. Ja, also wie gesagt, falls ihr mal Bock habt, diese Map zum Beispiel mit mir zu spielen, zusammen zu Team eine Runde, dann könnt ihr mich gerne anschreiben. Ich bin immer für Runden im gemeinsamen Spiel offen. Mache ich sehr gerne und ansonsten kann ich eigentlich auch nicht mehr wirklich viel sagen. Das Game wird jetzt gleich enden. Jetzt krass. Super Match, hat mega Spaß gemacht. Ja. Super. Ja, da haben wir direkt mal als Deutschland dann am Ende auch gewonnen. Ja, was soll man sagen, meine Freunde? Wir sehen uns dann vielleicht im nächsten Part. Bis dahin, tschüss.